Wow. Weihnachten, geht's euch gut? Ja, man merkt schon, die Stimmung steigt hier langsam vor der Predigt. Ich freue mich über den Tag, ich freue mich, dass ihr da seid und dass es um Weihnachten geht. Und gleich mal eins vorweg, so viele Menschen auf diesem Planeten wollten Götter sein, okay? Da gibt es in Nordkorea jemanden, sie wollten Götter sein, aber letzten Endes gab es nur einen Gott, es gibt nur einen Gott, und der wollte Mensch sein. Und er bewegte sich aus der Ewigkeit, der Dimension der Ewigkeit, die er geschaffen hatte, hinein in die Dimension von Raum und Zeit, die er auch geschaffen hat. Das heißt, der Schöpfer bewegt sich in seine Schöpfung rein. Und die Frage ist, warum? Ich möchte es mal so erklären. Wichtiger wie die Tatsache, dass ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gepackt hat, war die Tatsache, dass Gott seinen Fuß auf die Erde gepackt hat. Das ist, und der Grund ist folgender, steht in Johannes 1, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der ganze Grund von Weihnachten. So, ich sag's mal so, wenn unsere Not Information gewesen wäre, dann hätte Gott uns einen Lehrer geschickt. Wenn die Not Freude gewesen wäre, hätte er uns einen Comedian geschickt, okay? Wenn die Not Technologie gewesen wäre, dann hätte er uns einen Ingenieur geschickt. Aber die Not war eine andere. Die Not war, dass es eine Sündenpandemie gegeben hat und die den Menschen von Gott getrennt hat. Und somit hat er einen Erlöser geschickt, also jemand, der eingreift und interveniert. Und ich habe mal so festgestellt, dass das, worauf wir schauen, einen Einfluss hat auf alles, wie der Tag zum Beispiel verläuft oder auch wie ein ganzes Jahr verlaufen kann. Und ich möchte ein Zitat von Jesus bringen in Lukas 21, Vers 28. Da heißt es, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, blicket auf und erhebt euer Haupt, weil eure Erlösung naht. Den Gedanken, den ich heute reingebe, der könnte dich im Jahr 2023 durchtragen und viel Kraft geben. Denn Dinge entwickeln sich besser, wenn wir aufschauen zu ihm. Okay? Dinge werden besser, wenn wir aufschauen. Wir sind häufig so umstandsorientiert, problemfixiert. Und je mehr ich über das Problem meditiere, umso größer wird das Problem. Und das ist ein Problem. Okay? Und auf der anderen Seite, wenn ich aber mir vergegenwärtige, wir haben einen Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist allmächtig. Er spricht Galaxien in Existenz. Er weiß, wer du sein wirst, bevor du es geworden bist. Dieser Gott hat ja noch nicht mal einen Geburtstag. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, weil wir leben in Raum und Zeit und alles hat so einen linearen Verlauf. Und wenn wir das uns vergegenwärtigen, dann verändert sich die Perspektive. Und deswegen wird in der Bibel so oft gesagt, erhebt eure Häupter, schaut hoch. Das hat Gott gesagt zu einem Abraham, zu einem Jakob, zu Mose, zu Jesaja. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern und ich sag's zu euch. Und was machen wir eigentlich? Wir schauen viele Stunden am Tag auf so ein kleines Ding, was wir mit uns rumtragen. Man nennt es das Handy. Und da kommen per E-Mail und andere Möglichkeiten haufenweise Daten und Fakten gebündelt rein. Und sie dringen in die Augen, sie dringen in die Seele und sie haben was Belastendes. Ja? Also wenn ich mal einfach denke, was ist in den letzten 3 Jahren passiert? Wir haben doch eine ganze Menge erlebt. Ja? Das fängt an bei der ganzen Covid-Geschichte, Covid-Angsterzeugung, Klimakatastrophe, Menschen leben so in Angst, vor der Finanzkrise, Crash, jetzt haben wir das Thema Energiemangel, Firmenpleiten, Blackout, dann haben wir die Geschichte China-Taiwan, der Konflikt, der jederzeit, da kann es da richtig krachen. Wir haben da die Ukraine-Problematik. Wir haben, wenn du die Nachrichten verfolgst, jetzt, dass in Polen werden Waffen deponiert von der USA. Man kann einfach sagen, unübersichtliche potenzielle Krisen mit einem noch offenen Ausgang. Und immer öfter erlebe ich, dass Menschen sagen, ich verstehe diese Welt nicht mehr. Wie lange kann das noch gut gehen? Werden wir noch mal ein ganz normales Weihnachten in Zukunft feiern? Und ich sag mal so, wenn wir schon mal den Blick vom Smartphone wegwenden und hochschauen, da siehst du schon mal was Besseres. Du siehst ein paar Vögel fliegen, okay? Du siehst ein paar Bäume, ja? Und Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Leute, schaut einfach hoch und dann empfängst du Frieden.
dann kriegst du eine Zuversicht ins Herz. Wenn du hochschaust zu Gott, dann kriegst du Kraft für die Herausforderung dieses Lebens. Schau, zwei Männer saßen im Gefängnis und sahen durch die Gitterstäbe. Und der eine sah durch die Stäbe runter und er sah den Morast und er sah deprimiert aus. Der andere sah hoch in die sternenklare Nacht und er bekam Hoffnung ins Herz. Soll ich was sagen? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das erlebt hast. Ich habe es vor einiger Zeit erlebt. Du schaust in die sternenklare Nacht. Du siehst Millionen von Sternen. Du bist beeindruckt. Und dann vergegenwärtigst du dir, diese Sterne haben auch schon vor 2000 Jahren gefunkelt, als dieser Jesus geboren wurde. Und ein Stern hat den Weg gewiesen. Und ihr kennt David, ja? David und Goliath, die Geschichte ist bekannt. Und dieser David hat Folgendes geschrieben in Psalm 8, Vers 4 bis 5. Er sagt, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Und jetzt kommt's. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Okay? Was ist der Mensch in dieser intergalaktischen Dimension, dass du dir Gedanken machst, dass du in die Dimension runterkommst auf Augenhöhe, so wie es für uns da nachvollziehbar ist. Und dann sagt er weiter, was ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht wie die Engel, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. So mit anderen Worten, weißt du was, wenn wir den Blick nach oben richten, werden unsere Probleme schon mal etwas kleiner. Und ich weiß nicht, was du vielleicht gerade durchmachst, aber ich sage einfach, ich ermutige jeden, schau hoch zu Gott. Statt runterzuschauen, nicht abtauchen in der Depression, sondern nicht aufgeben, sondern aufschauen. Okay? Nicht aufgeben, sondern aufschauen. Das ist wichtig. Und die Vorstellung von Weihnachten ist ja irgendwie, Weihnachten, das war so ein romantisches Ding, da lief alles glatt und es war alles so schön und so super und so stressfrei. Ich beweise euch, dass es genau das Gegenteil war. Wir nehmen uns vier Parteien vor, die in der Geschichte davor kommen und ich hole euch in die Stresskurve rein einer jeden dieser Personen. Die erste Person ist Maria. Der Engel sagt, Maria, du wirst ein Kind gebären. Und was sagt Maria? Hey Mann, ich habe jetzt ein Problem. Wie soll ich das dem Josef erklären, okay? Wie soll ich das meinen potenziellen Schwiegereltern erklären? Wie soll ich das meinen Eltern erklären? Maria war verwirrt, okay? Sie war verwirrt und sie war besorgt. Und Josef, wie reagierte der auf die frohe Botschaft? Hey du, ich bin nicht fremdgegangen, Josef. Ich kriege ein Kind, aber das ist nicht von mir, das ist von Gott. Josef war verletzt. Josefs Herz war gebrochen. Würdest du deiner Freundin eine solche Story abkaufen? Nein, okay. Und Josef fühlte sich betrogen. Stell dir mal vor, er geht zu seinen Freunden und sagt, hey, mein Freund, weißt du was? Meine Freundin sagt, sie kriegt ein Kind, aber wir haben nichts an Zärtlichkeit miteinander gehabt. Und sie sagt auch noch, dass es von Gott kommt. Ja? Nun, Josef wollte sich aus dem Staub machen. Und wir lesen in Matthäus 1, Vers 19, Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung und er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Moment, er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Halt mal fest, Maria war verwirrt, Josef war verletzt. Die dritte Partei sind die Hirten. Und wenn du die Passage liest in Lukas 2, Vers 8 bis 9, dann stellst du fest, die haben eine solche himmlische Erscheinung gehabt. Da waren Engel, da war so viel Licht, dass sie zu Tode erschrocken waren. Also jetzt haben wir die eine Person ist verwirrt, die andere Person ist verletzt, die dritte Gruppierung ist erschrocken. Jetzt kommen wir zur vierten Partei. Ich bündel das alles ganz schnell. Verstehst du? Als die Karawane der Weisen in Jerusalem um die Ecke bog, hatten sie 2000 Kilometer hinter sich. Nicht mit der Bahn, nicht mit dem Flugzeug, verstehst du, nicht mit dem Bus, sondern auf dem Kamelrücken. 5 Stundenkilometer, okay? 3 Monate, muss ich mal vorstellen, 3 Monate durch Landschaften, durch Länder, wo Gefahren gelauert haben, Überfall, Mord, alles Mögliche. Und weißt du was? Diese Truppe, die müssen gestresst gewesen sein, die waren wahrscheinlich erschöpft. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich gefragt haben, ist es die Strapaze wirklich wert? Rennen wir nicht irgendeinem Hirngespinst hinterher? Ja? Übrigens, es waren nicht 3 Könige, sondern
Es waren königliche Beamte, die dort gearbeitet haben. Das waren Leute übrigens aus der Region Iran-Irak. Und das waren Wissenschaftler. Damals waren Astronomen. Die Astrologie und Astronomie war eine Einheit zu dem Zeitpunkt. Sie hatten Ahnung von Literatur, sie konnten rechnen, sie hatten Ahnung von Geschichte. Nun, fassen wir zusammen. Maria war verwirrt, Josef war verletzt, die Hirten waren verängstigt und die Weisen waren gestresst. Okay, und überall eigentlich das Gefühl aufzugeben. Und ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass bei der Menge der Menschen, die heute hier sind, dass es Menschen gibt, die genau das Gleiche auch fühlen. Sie sind vielleicht kurz davor, irgendwas aufzugeben, das Handtuch zu schmeißen und zu resignieren. Und wenn ich mal sage, Weihnachten 2022, die letzten 3 Jahre, ich will es nochmal kurz wiederholen, die Covid-Angst, Lockdown, Angst vorm Jobverlust, ja, drohende Zwangsimpfung für einige, dann die Finanzkrise, dann alles, was ich aufgezählt habe, der Ukraine-Krieg und so weiter, viele Dinge, die in unserer Gesellschaft laufen, Sprengung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und vielleicht fühlst du dich an diesem Weihnachten auch irgendwie, bist verwirrt, verletzt oder verängstigt. Und was lernen wir von der Weihnachtsgeschichte? Jetzt kommt's, ja. Hier ist der Schlüssel für weniger Verwirrung, Schlüssel für weniger Verletzung, Schlüssel für weniger Unsicherheit, der Schlüssel für mehr Klarheit, okay? Der Schlüssel für mehr inneren Frieden in einer turbulenten Welt. Weil was taten die 4 Parteien? Als sie hochschauten, veränderte sich ihr Fokus. Und wenn der Fokus sich verändert, verändert sich auch meine Emotion. Und dann verändert sich auch die Richtung. Maria hörte, was der Engel sagte. Sie schaute auf die Verheißung und sie konnte erahnen, dass etwas Gutes bei der ganzen Geschichte rauskommen würde. Und Verwirrung verwandelte sich in Freude. Josef, er hörte den Engel, hey Josef, pass mal auf, das Kind ist nicht von dir, aber das Kind ist vom Heiligen Geist, akzeptier das. Bei ihm wurde aus dem Schmerz, aus der Enttäuschung, aus dem Gefühl verraten zu sein, aus dem Gefühl, ich werde sie verlassen, all das hat sich verändert, weil er hochschaute auf den Plan Gottes. Dann die Hirten, die waren verängstigt auf dem Feld, haben wir ja gehört, und das muss richtig heftig gewesen sein, sodass der ein Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich bringe euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter, und ihr findet das Kind in Windeln gewickelt. Und dann sehen sie noch den himmlischen Chor, der ein Lied schmettert auf das Jesuskind, ja, auf den Gottessohn. Und die Jungs sagen, okay, wir haben keine Angst mehr, lass uns nach Bethlehem gehen. Ja. Aus Panik wurde Party. Dinge verändern sich. Dann die Weisen, die waren ja weise, die haben von vornherein schon hochgeschaut, okay, und haben den Stern gesehen. Wenn sie nicht hochgeschaut hätten, hätten sie nicht die Orientierung gekriegt, um da anzukommen, wo sie ankommen sollten. Und als sie das Ziel erreichten in Bethlehem, lesen wir in Matthäus 2, Vers 11, da warfen sie sich vor ihm, vor wem, vor Jesus nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und sie gaben sie ihm, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Woran erkennt man eine Person, die eine Begegnung mit Jesus hatte? Ich kann dir sagen, eine sehr intensive Beziehung, die ich hatte, war vor fast 40 Jahren eine körperliche Heilung, die direkt von oben kam. Jeder hat was anderes erlebt, wenn du was erlebt hast. Aber die Weisen hatten eine Begegnung. Und wie haben sie gehandelt? Sie haben sich verbeugt in einer Haltung der Ehrerbietung, einer Haltung der Anbetung, einer Haltung, wo mein Ego, mein Narzissmus aus dem Fenster fliegt und ich einfach erkenne, wer ich bin. Anbetung heißt nichts anderes wie, ich drücke meine Ehrerbietung Gott gegenüber aus. Ich drücke meine Liebe aus und ich sage, Gott, das Wertvollste, was ich dir geben kann, einem Gott, der sich entäußert hat, der seine Liebe ausgedrückt hat, indem er Dimensionen verlassen hat, um in meine Dimension reinzukommen. Schau, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit einer Ameise kommunizieren. Sie kann mich nicht verstehen, ich muss zur Ameise werden. Ja? Und so hat er sich entäußert und er nahm die Gestalt eines Menschen an. Und er hat einen Weg freigeschaltet am Kreuz, damit wir,
die wir in Raum und Zeit leben und alles ist endlich und mit unserem Tod hört es auf, damit wir wieder in Verbindung zu Gott kommen und ewiges Leben empfangen. Und das ist das große Geschenk. Wenn ich durch all die Tannennadeln, durch all die Geschenke schaue, dann weiß ich, das ist das ultimative Geschenk, das ich mir abholen darf. Und es ist so einfach, das fängt so einfach an. Du brauchst nur dein Herz zu öffnen. Ich brauche nur mein Herz zu öffnen. Und ich spreche ein Gebet und ich sage, Gott, ich habe eine heilige Ehrfurcht vor dir. Ich lade dich ein. Werde mein Freund, werde mein Partner. Ich schließe einen Bund auf Zeit. Nicht nur die Zeit hier, sondern auch Ewigkeit. Und pflanz die Ewigkeit in mein Herz. Pflanz den Himmel in mein Herz, pflanz das ewige Leben. Ich möchte mit dir verbunden sein. Und ich möchte allen Menschen die Möglichkeit geben, an diesem Tag, ich sag mal, das ultimative Geschenk zu empfangen. Und ich mache es einfach, indem ich es so mache, dass ich es einfach vorspreche. Ich spreche einfach ein Gebet vor. Es muss nicht perfekt sein, aber es muss einfach ein Herzensgebet sein, was sagt Gott, ich möchte mit dir in Verbindung treten. Ab heute bin ich mit dir unterwegs. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben. Lass uns einfach mal die Augen schließen. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Und ich möchte einfach fragen, sind Menschen hier, die sagen, genau das möchte ich. Ich möchte diese Verbindung haben. Dann heb kurz die Hand, nur für mich, ganz kurz, in diesem anonymen Moment. Heb sie ganz kurz hoch, sagst, das ist genau, was ich möchte. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich spreche jetzt das Gebet und ich lade die ganze weihnachtliche Spontangemeinde ein, dieses Gebet mitzusprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du Dimensionen verlassen hast, um auch mich zu erreichen. Danke für den Preis, den du am Kreuz gezahlt hast, um mir ewiges Leben zu schenken. Ich ergreife es im Glauben an dich. Ich lade dich ein, komm in mein Leben, werd mein Freund und Partner. Ich schließe heute einen Bund mit dir, dem Vater und dem Heiligen Geist, auf Zeit und Ewigkeit. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du dir eine Predigt aus der Move Church auf unserem Channel angeschaut hast. Wir hoffen sehr, dass dich die Message inspiriert und motiviert hat. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann gratulieren wir dir von ganzem Herzen. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel und eine Broschüre zu den ersten Schritten als Christ kostenlos zukommen lassen. Klick dafür und auch wenn du mehr über uns als Move Church wissen willst, einfach auf den Link zur Webseite. Alle aktuellen Predigten findest du in der verlinkten Playlist oder du abonnierst einfach unseren Kanal. Und wenn du mithelfen willst, die Botschaft von dem Gott der zweiten Chance zu verbreiten, kannst du uns über unsere Webseite finanziell unterstützen. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Bis dann.